Vielen herzlichen Dank. Ja, Jeremy Chavez, das ist kein deutscher Name. Ich bin, wie gesagt, aus der Schweiz und davon handelt auch dieser Text. Er heißt nur ein paar Worte. Viel Spaß. Du sagst mir deine Ansichten direkt in mein Gesicht, was ja an sich ja eigentlich auch richtig so ist, doch jetzt höre ich deine Worte und sie treffen mich ins Herz, beben durch meinen Körper und hinterlassen nichts als Schmerz. Du bist eine Schweizer Frau, Mitte 60 würde ich meinen, graue Haare, schick, Strickkleider, scheinst mit dir selbst im Reinen und jetzt sitzt du in diesem Bus, knapp einen Meter von mir weg, schaust mir mitten in die Augen und erzählst mir, ich wär Dreck. Du erzählst mir, ich soll weg, also dahin, wo ich herkam, zurück zu meinen Freunden, Mohammed, Rina und Erkan, zurück wieder dahin, ganz schnell, ja geschwind, wo das Ausländerpakt dann wieder Inländer sind. Weg, hinfort, verschwinde aus meinen Augen, ich höre deine Worte und mir fällt es schwer zu glauben. Denn ich denke darüber nach, wenn das schon mir passiert, hier geboren, Schweizer Mutter, nie in der Grenze passiert, ich spreche perfekt die Sprache, wurde nie integriert, weil seit meiner Geburt ein Schweizer in mir lebt. Und wenn ihr all das seht, was mir passiert, dann denkt doch einmal nach, wie sich ein Ausländer hier fühlt, einer, der keinen Bezug zur Schweiz hat, weder Vater, Mutter, Sprache, sich an Erinnerungen klammert, seine alte Muttersprache. Und wenn ihr all das seht, was mir passiert, dann hoffe ich, ihr versteht, dass Rassismus existiert. Denn meine Kollegin sitzt im Zug, gleich daneben eine Familie, ein Papa mit seinen Kindern, die gemeinsam Karten spielen und sie sitzt da ganz allein, hat nur ihre 13 Jahre. Da zeigt der Vater aus dem Nichts auf ihre schwarz gelockten Haare. Er sagt, seht euch diese Frau an, nehmt vor solchen euch in Acht. Das sind am Ende die, ja, die nehmen euch alles ab. Ja, steht ihr neben denen, müsst ihr nur kurz wegsehen, sie wird euch ganz bestimmt euer hart verdientes nehmen. Meine Kollegin eingeschüchtert, nimmt das Handy in die Hand, sie möchte die Szene filmen und er schlägt sie an die Wand. Und ich denke darüber nach, wenn das schon ihr passiert, hier geboren, Schweizer Vater, nie in der Grenze passiert, sie spricht perfekt die Sprache, wurde nie integriert, weil seit ihrer Geburt eine Schweizerin in ihr lebt. Und wenn ihr all das seht, was selbst ihr passiert, dann hoffe ich, dass ihr versteht, dass Rassismus existiert. Und die Rassisten sind überall. Sie müssen sich nicht verstecken, können öffentlich in Medien über die meinesgleichen hetzen. Und das ist gar nicht schwer, denn schon für wenig Scheine kaufen sich Rassisten Schweine eine Zeitungstitelseite, anstatt Brücken zu schlagen, wieder auf den Rücken der Armen, Propaganda aufgezogen, die Bedrückten zu verjagen und alles ist getarnt. Unter denselben alten Sprüchen immer wieder wird betont, dass man das doch sagen dürfte. Bei den Wahlen wurde dann gegen Flüchtlingshilfe gestummt, doch hinter vorgehaltener Hand ist man für Waffenlieferungen, dann hat man Angst vor Terror, der da vor der Türe steht. Doch keiner will erkennen, dass auch Gefahr von uns ausgeht, denn ich sage, kein Mensch wird in dieser Welt als Terrorist geboren. Kein Mensch fühlt sich von Extremismus angezogen. Kein Mensch möchte sein Leben auf dem Mittelmeer riskieren, um dann nur in kleinen Helvetia kleine Kinder zu erschießen. Kein Mensch möchte weg von seiner Heimat rennen, um sich in irgendeiner U-Bahn für den Glauben wegzusprengen. Kein Mensch möchte diese Welt als Mörder verlassen, denn der Mensch ist gut, doch er kann lernen zu hassen. Denn die Kinder, die auf den Äckern leben, wo der Radikalismus wächst, sind die, die man über Jahre weg für sich alleine lässt, ohne Familie, ohne Liebe, ohne Freunde, ohne Geld. Und dann sind all dem noch von uns in eine Ecke reingedrängt. Denn wenn keiner an dich glaubt, dann ist die letzte Endstation irgendwann halt nur noch irgendeine Religion. Und da erzählt dir ein Prophet von einem Leben mit viel Geld, neues Leben voller Akzeptanz in einer sündenfreien Welt. Und welches Kind auf dem Planeten kann nach all dem Ganzen leiden? Bei solchen einem Versprechen diese Träume verneinen, da gibt es keinen Maßstab mehr, weder Regel noch Moral. Denn das Kind, seit es geboren ist, ist es dieser Welt egal. Und dann passiert das Schlimmste. Das, wovor wir uns fürchten, ein einst unschuldiges Kind, es liest Hass, erfüllt nur Bücher, es verliert Bezug zur Menschheit und zur Realität, es frisst fleißig den Hass, mit dem man es ernährt und je länger, desto mehr wiegt dieser Hass wie schwere Steine, bis das Kind zum Abbild wird unserer schlimmsten Vorurteile. Es dreht sich nochmal um, schaut ein letztes Mal zurück und noch immer steht da keiner, den das irgendwie bedrückt. Und endlich fühlt es etwas, doch es ist nur Wut im Bauch. Es lenkt den ganzen Hass auf euch und steckt 6 Kugeln in den Lauf.
Die erste für die Frau im Bus und alles, was sie sagte, für die Blicke, für die Worte, fürs rassistische Gehabe. Dann die zweite für die Hetze, voller falscher Informationen, für Plakate, für Proleten und faschistische Parolen. Dann die dritte für die Medien, die das feiern und bewundern. Fick den Blick, die Weltwoche und die 20 Minuten. Eine vierte für Parteien, die nur versprechen, statt zu heilen, die sich dazu informieren, an den Quoten aufgeilen. Dann die fünfte für System, welches die bereits erwähnten schützt, bei den wahren Problemen aber die Augen zudrückt. Die sechste für die Seele, ohne Dasein. Ohne Heim, die letzte aller Kugeln für das Kind ganz allein. Vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht ist der Mensch von Grund auf schlecht. Vielleicht gibt es Menschen, denen ist nur Gewalt recht. Doch ich weigere mich, das zu glauben, und das sagte ich schon. Für mich ist Extremismus nur gescheiterte Integration.